Ich bin ein Narr. Holt mich hier raus. Für Januar 2012. Mensch, Meier, das letzte Jahr, das ist ja vorbeigerauscht, ja? Also vom Feeling her war das mehr, nicht mehr als ein Aufstehen oder ein Hinsetzen. Rasant! Und da, liebe Freunde, schaue ich mit Grausen auf das nächste Jahr. 2012. Da müssen wir uns warm anziehen. Aber vielleicht empfinde ich das nur wie einen Wimpernschlag, ja? Aber das wäre zu kurz, denn die ollen Mayas haben uns ja wie Weihnachten 2012 den Weltuntergang vorausgesagt, prophezeit als schöne Bescherung sozusagen. Und da das Christentum sich ihnen nicht gerade von der Schokoladenseite gezeigt hat, ja, da haben sich die Tolteken gedacht, wenn die gerade dabei sind, ihren schönen Tannenbaum da zu schmücken, ja, dann drehen wir ihnen das Licht aus, komplett, ja. Endgültig sozusagen. Ja, und was bringt das neue Jahr? Ja, was bringt das da? Außer dem Weltuntergang. 365 Mal die Tagesschau und die Tagesthemen. 52 Mal die Sportschau und 6 Mal Wetten, dass. Allerdings jetzt mit neuer Besetzung. Da laufen im Moment die Gazetten, bei den Gazetten die E-Mails wund. Ja, wer wird dieses schwere Amt übernehmen? Ja, wer schafft für das ZDF die Quote? Also, man könnte ja Günther Jauch klonen. Ja, und wenn man einmal da dran ist, dann könnte die SPD auch einen Jauch-Klon als neuen Kanzlerkandidaten vorstellen. Jauch for President mit Quotengarantie. Aber neben der Aura als Muttis Liebling hat der Jauch auch ein Händchen bewiesen. Ja? Wer würde nicht einstimmen in diesen Ruf wie Donnerhall? Wer wird Millionär? Neulich ist der Konkurrenz von der Lottozentrale ein kleines Missgeschick passiert. Ja, da haben sie die 6 richtigen gleich 29 Mal gezogen. Also, nicht 29 Mal gezogen, nein, sondern die 6 richtige für 29 Tipper gezogen. Ja, das waren knapp 30.000 Euro für 6 richtige. Naja, aber so nähert man den Mythos, nicht wahr? Ja, apropos Mythos und die Lottofee, die sehen wir natürlich im nächsten Jahr auch wieder. Vieles alt, bekannt, vertraut. Ja, so wollen wir es ja gerne haben. Ja? Nicht so viele Überraschungen. Nicht so viele Überraschungen. Das Bekannte will gelebt werden. Aber wer nach Neuem drängt, ja, der hat auch 2012 365 Tage, um den Fokus neu zu justieren und seine Gedanken zu ordnen. Und wie wäre es mit Gesundheit? Ja? Meine Oma hat das sich mal in Chor mit allen Omas dieser Welt gesagt. Das Wichtigste ist Gesundheit. Atschi. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Ja, nach der Gesundheit meine ich natürlich. Und die Deutschen als Kultur. Pessimisten, die gucken ja nicht so gerne über den Sorgentellerrand. Ne? Dabei ist es doch nur ein Wimpernschlag. Ja, halb voll oder halb leer. Ne? Und schwupp, ne, ist das Leben total auf den Kopf gestellt. Und auf Optimismus die Weiche. Ja, apropos Weiche, da sind wir ja schon wieder bei der Deutschen Bahn, aber ich will da nicht in das gleiche Ohr anstoßen. Deshalb sage ich nur, thank you for traveling with the Deutsche Bahn. Ne? Ja, bedanken will ich mich nicht bei Esel und Ochs, nein, sondern bei all meinen Theaterfreunden und Fans, Narrenfans in dieser Stadt. Ja? Seid mir auch 2012 gewogen und kommt zu meinen Veranstaltungen oder guckt euch meine Beiträge bei den Gelsenkirchener Geschichten an. Ne? Apropos Gelsenkirchener Geschichten, da würde Nostradamus Schädel rauchen, wenn er eine Prognose über deren Userverhalten abgeben müsste. Ein Kommen und Gehen, ja, mit der Tendenz zum Gehen. Was schade wäre, ja, auch im eigenen Interesse.
Ach, in Gelsenkirchen, da werden täglich hunderte von Geschichten geschrieben. Ja? Manche landen bei den Gelsenkirchener Geschichten, manche werden zu rührenden Schicksalsbegegnungen und manche dienen auch den bösen Medien über Gelsenkirchen herzuziehen. Ja? Mit meiner visionären Voraussicht prophezeie ich dieser Stadt einen Platz unter den 30 Besten im nächsten Jahr. Dank Frank Obarak und seinem unverwechselbaren Yes We Can steigt Gelsenkirchen vom Bitterfeld des Westens zum Geheimtipp auf. Unter anderem für all diejenigen, die am Kanal leben wollen. Ja? Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Haben die vom städtischen Immobilienmanagement gesungen. In München, unter anderem in München. Und jetzt wollen sie alle kommen. Ja, hier, um hier zu arbeiten und zu wohnen. Die gut ausgebildeten aus den südlichen und nördlichen Randgebieten unserer Republik. Ja, und alle wollen Kultur. Aber wir sind vorbereitet. Das Klein-Klein-Image existiert doch nur in wenigen Köpfen. Ja? Die Szene lebt. Auch 2012. Der Halfmannshof verwirklicht das neue Konzept, zumindest im Ansatz. Jugend und Kultur verbinden sich neu. Das Konsoltheater nutzt den kleinen Schluck aus der Landesförderungspulle. Und vielleicht, was mir am Herzen liegen würde, gibt es ja auch eine Fortsetzung des Festivals Freier Kultur. Was gut angefangen hat, sollte besser weitergehen, ist meine nahe Meinung. Und wenn dann auch noch die Gelsenkirchener einsehen, dass es neben den etablierten Kultureinrichtungen auch einen Block der Freien gibt, ja, der eine engagierte Arbeit rund um die Kunst betreibt, dann braucht man sich über die Finanzierung dieses Engagements keine Gedanken mehr zu machen. Nein, denn die Politiker dieser Stadt beschließen, wieder einen Topf für Kulturprojekte in den städtischen Haushalt einzustellen. Ja. Noch glauben Sie, dass eine Bürgerstiftung genügt, um für Belebung zu sorgen? Ja? Aber so schön die Figurentheaterwoche, ja, das Erzählfestival, Gaudium und Mord am Hellweg sind. Die in Gelsenkirchen lebenden Künstler übrigens, liebe Bürgerstiftung, sind da nicht so sehr eingebunden. Ne? Nicht so wirklich. Ja, okay, soweit das Visionäre, das Intuitive meiner kleinen Vorausschau. Es gab Zeiten, da meinten die Theatermacher, Theater müsse wie Fußball sein. Ja? Ich glaube vor allem, Theater muss nicht während des Fußballs sein. Ja, deshalb gebe ich allen Veranstaltern den vorausschauenden Tipp, keine Kulturveranstaltung, Theaterkonzert und so weiter zu veranstalten zwischen dem 8. Juni und dem 1. Juli 2012. Denn da ist EM. Aber bis dahin, Vorhang auf und Bühne frei! Euer Nah freut sich auf viele interessante und bereichernde Momente von Gelsenkirchener Künstlern aus dieser Stadt. Glück auf! Der Schleier kommt und der